Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Serie rund um die DJI Mavic 2. Sowohl Pro als auch Zoom, denn das spielt hier heute zum Beispiel beim Akkutest überhaupt keine Rolle. Und was habe ich gemacht, um den Akku zu überprüfen oder vielmehr um die Flugzeit zu überprüfen? Ganz einfach, ich bin bei uns im Garten auf ungefähr einen halben Meter Höhe gegangen und habe die Mavic einfach nur die ganze Zeit die Position halten lassen. Das heißt also, dieser Test oder die Zeit, die ihr am Ende bekommen werdet, die ist sozusagen für Nicht-Flugmanöver und mit einem kleinen bisschen Wind, der bei uns im Garten hier geherrscht hat, mit gelegentlichen Korrekturen, also eher eine Maximalzeit, denn wenn ihr jetzt viel Geschwindigkeit mit reinnehmt und so weiter und so fort, dann sinkt die Zeit natürlich relativ schnell. Ja, und apropos Zeit, die Zeit ist immer rechts unten eingeblendet. Ihr seht also jetzt bisher eine Laufzeit von knapp 50 Sekunden. Oben rechts seht ihr 97% Akku-Restkapazität und aktuell sagt die Mavic noch 29 Minuten Restflugzeit. So viel kann ich schon mal sagen, da kommen wir nicht ganz hin, aber da sind wir sehr nah dran. Also insofern lasse ich jetzt einfach mal die Zeit sozusagen fortlaufen und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Vielleicht so zwei, drei Worte noch dazu. Man kann jetzt hier auch, glaube ich, relativ gut einschätzen, wie denn die Mavic so von der Stabilität her ist. Denn ihr seht hier im Garten ist ein kleines bisschen Wind. Und jetzt wackelt es natürlich hin und her, weil ich die Geschwindigkeit vorgespult habe, damit ihr nicht die ganze halbe Stunde Videomaterial haben müsst. Aber ihr seht hier, dass die Mavic tatsächlich relativ ruhig läuft. Und hier nach 10 Minuten sind wir jetzt noch bei 63% Restlaufzeit. Also da würde ich erstmal sagen, 10 Minuten Flugzeug, noch 63% Restlaufzeit, das passt erstmal. Und dann spulen wir jetzt mal relativ schnell wieder vor. Nur um uns dann in Richtung der 20 Minuten zu bewegen. Ihr seht rechts oben, wir sind jetzt auf unter 30%, 29% knapp, haben jetzt 19 Minuten 30 Flugzeit sozusagen hinter uns gebracht. Also insofern, wir werden auf irgendwas über 25 Minuten auf jeden Fall kommen. Wenn wir der Einschätzung vom Mavic oben glauben, sind es jetzt noch 7 Minuten, das heißt also 27 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass das von der Region her ungefähr hinkommt. Wie gesagt, ihr seht hier wirklich, also das hat mich tatsächlich auch wirklich positiv gestimmt, wenn man einfach nichts macht und die Mavic selber machen lässt, der hält wirklich die Waage und es bewegt sich kaum. Also das ist wirklich die Stabilisierung und auch die Austarierung sozusagen, die funktioniert wirklich hervorragend. Das ist mir hier, nachdem ich eine halbe Stunde auf die Mavic geguckt habe, quasi nochmal insbesondere aufgefallen. Und während es hier jetzt nochmal relativ schnell vorangeht, habe ich jetzt hier die Geschwindigkeit wieder ein bisschen reduziert, denn wir kommen jetzt in den Bereich unter 15%, rutschen jetzt unter 10, da habt ihr gerade gesehen, er wollte automatisch landen, das haben wir abgebrochen. Jetzt rutscht er Richtung 0, 1, 0, genau, jetzt sind wir bei 0. Da ist es nicht so, als ob die Mavic dann vom Himmel fallen würde, sondern ihr seht hier, es gibt noch eine gewisse Restflugzeit und ob diese ganzen Warnungen links oben und wir müssen jetzt so schnell wie möglich landen und so weiter und so fort, habe ich die Mavic versucht, die ganze Zeit noch oben zu halten, sodass wirklich das, die Notlandung am Ende quasi das ist, wo wir enden werden. Notlandung bedeutet nicht, dass er, wie gesagt, vom Himmel fällt, sondern er landet dann einfach, koste es, was es wolle, da kann man dann auch nichts mehr abbrechen. Und der Moment, dem rücken wir jetzt sehr nahe, also ich kann euch schon sagen, wir schaffen keine Minute mehr, insofern geht es jetzt nämlich auch runter. Das ist die Maximallaufzeit vom Mavic 2, 28 Minuten 42 Sekunden. Wie gesagt, unter optimalen Bedingungen und mit wenig Flug, also das ist eher wirklich das Maximum. In diesem Sinne danke ich euch auch heute wieder fürs Zusehen und mir bleibt nur noch am Ende zu sagen, Alexa, Kamera aus. Okay.